Ja, hallo, ich bin Antonia Peters aus München. Und ich bin eine echte Münchnerin. Ich bin nämlich hier geboren und ich liebe die Großstadt, ich liebe die Kneipen und die Cafés und das urbane Flair. Aber aufgewachsen bin ich in Amsberg, in Niederbayern, auf dem bayerischen Land sozusagen. Und das mit drei jüngeren Brüdern. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wer das ist, aber ich sage euch, da geht es ganz schön handig zu. Verfolgungsjagden querfeldein über Stock und Stein, auf Bäume klettern, Nahkampf ohne Waffen. Ich hab's geliebt. Ja, und ich liebe eben diese Art von, ja, wo man sich mal so richtig ausleben kann. Science-Fiction-Filme, Fantasy, Kostümfilme, also alles, wo Figuren oder Charaktere in anderen Zeiten oder auch Realitäten leben. Das finde ich wahnsinnig spannend. Und ja, meine zweite Heimat ist die Insel Elba. Und da bin ich, seit ich ein Jahr alt war, habe ich unheimlich viel Zeit dort verbracht, also im Haus von meiner Großmutter. Und ich habe die Insel und die italienische Mentalität sozusagen von klein auf in mich aufgesogen. Und sì, ho anche avuto un ragazzo molto carino, siamo stati innamorati, è stato veramente un tempo stupendo. Abbiamo ballato, no, questo era sbagliato. Volevo dire qualcos'altro allora. E niente, allora, mi piace tantissimo anche la lingua italiana. Ja, meine Mutter sagt allerdings, dass wir von unserer Abstammung her, von den Wurzeln her, von den Hugenotten kommen. Also das wäre dann Frankreich, die andere Seite. Ich bin also so eine Art französisch, italienisch, bayerischer Wolperdinger. Ansonsten bin ich Sängerin, Flaschentaucherin. Ich kann mit der Motorsäge und der Sense umgehen. Und ich mache Yoga. Eines oder mein Lieblings-Asana im Yoga, das ist der Krieger. Der vereint für mich ganz besondere Qualitäten. Da ist zum einen mal Kraft, Anmut, Würde, körperliches und mentales Gespanntsein, bereit sein auf das, was kommt, fokussiert sein auf das Wesentliche. Und Ruhe. Das finde ich einfach unheimlich spannend. One of my weirdest experiences I ever had was when I got arrested and imprisoned in the United States at the age of 19. I still have the case study in my drawer. No joke. I told you, I'm an action star.